Ich glaube, dass für 2022 einfach wirklich parallel beides dran ist. Schon wirklich auf Empfang sein, das Neue aufnehmen, Visionen entwickeln für das eigene persönliche Leben, aber auch globale Visionen. Also wenn ich jetzt eine richtige Influencerin wäre, würde ich vielleicht ein kleines Filmchen machen, eine Vision, neue Menschheit, neue Erde. Ja, wirklich über den Wandel. Darüber hinaus eine schöne, lichtliebevolle Vision. Gemeinschaften, Zusammenleben. Alles. Neue Gemeinschaften, neues, liebevolles Miteinander. Ich meine, das umfasst ja alles, angefangen von unseren Kindern, den Schulen, Landwirtschaft. Technologien, was ist dienlich, was ist dunkel? Und natürlich ist aber eins auch wahr, das habe ich heute Morgen, boah, ich muss mir mein Auge ausruhen. Mein Auge. Ja, ich habe es gerade gespürt, deswegen habe ich das war jetzt so spontan. Entschuldigung, sorry. Also, wichtig ist für mich, und nicht nur für mich, dass wir wirklich schon uns auf das Neue ausrichten, dass wir es erlauben, da auf Empfang zu sein, zu dienen, frei von jeder Opferrolle und natürlich mit Weisheit, mit Urteilsvermögen, mit Unterscheidungsvermögen. Aber eben parallel auch wirklich schon auf das Neue ausrichten. Schöne Visionen entwickeln und dranbleiben. Das, was mir nie so leicht fiel. Dranbleiben, also nicht die Vision und einmal und nie wieder, sondern eben den Fokus halten. Denn es gibt die anderen Ebenen, alles wirkt hier ein, eine andere Zeitlinie. Aus den anderen, aus den höheren Dimensionen, aber in 3D läuft es ja. Es läuft und es läuft immer weiter und auch noch immer dunkler zum Teil, wenn wir jetzt an unsere Kinder und Jugendlichen denken. Ich hoffe, dass die meisten Eltern, viele Eltern so weit aufwachen, dass die meisten Kinder bewahrt bleiben und dass die, wo die Eltern dazu nicht in der Lage sind, dass da ein Schutz da ist, eine Unterstützung aus der höheren Liebeslicht geistigen Welt. Ja. Eigentlich wollte ich noch ganz was anderes sagen. Aber vielleicht reicht es auch, weil das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Wir sind Schöpfer, wir sind wirklich Mitschöpfer. Und wenn es jetzt so weit kommt, dass immer mehr Politiker auch, dass es immer mehr Menschen bewusst wird, dass sie Marionetten sind, die Unwahrheiten verbreiten, zum Teil auch wirklich ziemlich lächerliche Gestalten, Figuren da sind, wie auch immer das ist mit deren Seele, die sich da irgendwie zur Verfügung gestellt hat, aber ich meine, manche sind ja wirklich so eingewoben und ich habe manchmal diesen Justin Bieber erwähnt. Ich werde nochmal andere Promis erwähnen, weil die sind nicht nur Indikatoren, das sind Influencer unserer Jugend. Weniger in der Schweiz, aber überall sonst schauen viele Kids dahin. Und der ist eben insofern wirklich ein Beispiel einerseits für Changes, das war schon echt, aber auch immer wieder da rein in dieses Dunkel verstrickt gewesen. Er hat zum Teil, auch wenn er natürlich nicht das Kreuz nach unten in seinem Bühnenbild hatte, denn die verdrehen ja alles, die kehren ja alles, verkehren ja alles ins Gegenteil. Also was Helles wird ins Dunkel verkehrt, ja. Das Sonnenrad wurde zum Hakenkreuz und das ist ja wohl so ein satanistisches Symbol, dieses Kreuz nach unten. Das hat er natürlich nicht. Er hatte mal so ein Bühnenbild mit so drei Kreuzen und so.
ja, eher so kaltem, bläulichem Licht, das sah auch schon eher eigentlich nach ins Gegenteil verkehrt aus. Ich denke, manches davon ist ihm nicht bewusst. Denke eher weniger oder höchstens halb bewusst. Aber der war so ein Achterbahnmensch und das ist er auch noch. Und für solche darf gebetet werden, sage ich mal. Denn er ging immer mal hoch. Seine Seele hat geschrien, dann hat er es geblickt und verstrickt in die Maschinerie, auch Süchte nach allem Möglichen, wupp, wieder runter, wieder da rein. Und da ist er ja nicht der Einzige, er ist nur exemplarisch. Gut, ich will es jetzt nicht zu lang machen. Das ist für viele auch nicht so interessant, aber so unwichtig ist es nicht, denn unsere Jugend ist unsere Zukunft. Also natürlich auch die ältere Generation, da gibt es welche, die wachen auf, die handeln, die sind lichtvoll, die stehen da, standhaft mit Rückgrat. Aber so viele sind es nun mal nicht. Und für manch einen ist vielleicht vieles möglich. Schon unglaublich lange leben jetzt. Irgendwie feinstofflicher werden. Was weiß ich, was für uns, für manche von uns alles möglich ist. Ich schließe überhaupt nichts aus da. Aber die meisten Älteren jetzt, da liegt nun mal auch die Zukunft bei der jetzt heranwachsenden Generation. Für das Neue. Und viele sind ja auch mit dafür jetzt hier. Also, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Vielleicht reicht es auch einfach. Ist auch schon wieder relativ lang. Ach, was ich noch sagen wollte, eben, wenn immer mehr Politiker dastehen und klar wird, wessen Geisteskind sie sind, dass sie Marionetten sind. Ja, zum Teil eben bei allem Respekt grundsätzlich für jeden Menschen, wenn es denn Menschen sind, und für die Menschenwürde, Herz für jeden, aber da endet es dann eben auch. Denn ich habe heute gelesen, das wollte ich noch sagen, wer die Wirklichkeit verdrängt, die aktuellen Wirklichkeiten und solche Erfahrungen habe ich in meinem Leben auch gemacht. Letztendlich auch zum Teil der Schritt in die Schweiz, weil diese OCG dort mit dieser Kultur, ich meine, das ist so ein anderes Volk, wo natürlich haben die auch Herz, aber Rückgrat, das ist eine meiner besten Eigenschaften. Dafür stehe ich hier, das bin ich, das ist mir ganz wichtig und das war da ja jetzt nicht so wichtig, Ehrlichkeit, all das. Und insofern, bei mir war das auch wirklich in der Art, wie ich es gemacht habe, Weg B. Schmerzhaft, oftmals dann nicht so hochführend, aber die Zeitqualität war ja auch so. Aber das bringt Weisheit. Aber eben, diese Erfahrung, das habe ich heute Morgen nochmal gelesen, die gilt auch global. Ich bin heute ein bisschen verzettelt, ich weiß, Entschuldigung. Die gilt auch global. Wer sich vor den aktuellen Wirklichkeiten verschließt, für den rächen sie sich. Also es ist jetzt nicht der Weg hier, ne? Diese Affen, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Bloß nicht. Aber mit Weisheit, im Frieden, in der Liebe bleiben dabei. Ich meine, man kann auch kraftvoll sein und trotzdem wirklich friedvoll in der Mitte dabei bleiben. Nicht in wütende Emotionalitäten geraten. Ja, das meine ich damit. Wem das noch passiert, alles gut, aber eben die Hörentwicklung ist friedvolle Mitte und dann, wenn es nochmal dran ist, wenn es wichtig ist. Also das meine ich damit nicht. Und da stand dann auch, was für mich wahrscheinlich auch nochmal dran ist, habe ich auch, ich gucke immer mal, was mir zufällig begegnet. Das war so ein Kalender bei meiner Mutter. Sogar von Goethe, aber ich meine, der war eben auch nicht nur die Lichtgestalt, absolut nicht eingewoben, aber natürlich hat er auch viel Weises und auch Lichtvolles gesagt und gesehen zum Teil. Ja, wieder bei uns ankommen und unsere Wirklichkeit finden. Ich sage mal noch ergänzend, unsere göttliche Wirklichkeit, das Göttliche in uns, die Verbindung zu unserem höheren Selbst. Ja, die Dinge sind wichtig. Die sind jetzt mehr oder weniger für alle dran. Und die Politiker. Nochmal zurück. Ich bin halt ein bisschen sprunghaft. Das gehörte ja auch zum Plan oder gehört. Er läuft ja noch, dass die irgendwann dastehen und überhaupt nicht mehr glaubwürdig sind für die Mehrheit der Menschheit. Und dann wollten ja sie kommen. Also natürlich ist es wichtig.
Und wenn das jetzt mehr und mehr passiert, dass Menschen da aufwachen, super, Hoffnung. Aber es gehört zum Plan, nicht vergessen. Weil dann wollten ja sie kommen. Die eine Welt. Machthaber, Regierung. Als die Rettenden im Chaos. Und eben die Besseren, diese Kräfte dahinter, die oben in der Pyramide. Die ja nicht alle von ihrem Ursprung her Menschenseelen sind. Ja, als die Retter der Welt. Also das gehörte ja schon zum Plan, dass jetzt immer so Marionettentypen da dran sind, die sich wie Marionetten verhalten, überwiegend. Die wirklich Guten, die kamen erst gar nicht mehr hoch oder waren sehr schnell wieder weg vom Fenster. Und ja, eben auch die, wo dann klar ist, die taugen nichts. Das ist zwar gut, wenn immer mehr Menschen da aufwachen, aber das gehört zum Plan. Also nicht vergessen. Nicht immer nur auf die schießen, auf die fokussieren. Nicht vergessen. Dahinter, in der Pyramide darüber, stehen ganz andere Kräfte, die aber immer mehr an Kraft verlieren, weil die Zeitqualität jetzt wirklich. Das Licht wird immer kraftvoller, auch wenn sie uns gerade zum Teil mit Sicherheit auch gemacht, also ziemlich sicher gemacht, nochmal so viel grauen Himmel bescheren, sodass wir das Sonnenlicht, ja, in der letzten Zeit ja in den meisten Regionen hier in Europa, zumindest in Deutschland und so weiter, in der Schweiz und Österreich und Co., eher wenig gesehen haben. Jetzt habe ich genug geredet. Ich wünsche allen einen guten Tag, herzlichen Gruß. Beim nächsten Mal wieder etwas klarer und nicht so sprunghaft verworren. Aber ja, ist nicht schlimm. Bringt euch einfach ein, so wie ihr gerade seid. Und wenn ihr mal so einen Tag habt, alles ist gut. Hauptsache, ihr seid auf dem Weg und ihr habt diese Entscheidung wirklich getroffen. Ja, ich will es. Ich stehe hier, ich bin hier für das Neue, ich öffne mich. Ich gehe diesen Weg. Lieben Gruß.